Ahoi, ahoi, ihr Lieben, und willkommen zurück zu Let's Play Mad Max. Wir haben die hochheilige Aufgabe im, im Hoheitsgebiet, das war das Wort, was ich gesucht habe, im Hoheitsgebiet von Pink Eye mal für ein bisschen Zucht und Ordnung zu sorgen. Und deswegen haben wir uns direkt dorthin begeben. Versorgen natürlich erst wegen eines kleinen Hückes die ganze Anfahrt, so wie es sich gehört. Und ich werde einfach mal ein Ölpumpenlager platt machen. Vielleicht reicht das schon. Denn ihr seht, für... Sekunde, ich kann ja erstmal die Lackierung wechseln, fällt mir gerade ein. Das machen wir auch direkt. Hm, das sieht irgendwie cool aus. Okay, und wir brauchen noch den besseren Auspuff und wir müssen auf Stufe 3. Da fehlt nicht mehr allzu viel. Ich hoffe, dass es mit dem einen Lager vielleicht schon getan ist. Aber naja, wissen werden wir es letzten Endes erst dann. Na, komm her. Na, komm schon, Emma. Ah, okay, wir müssen da runter. Dann nehme ich doch mal die Abkürzung. Hui! Lums. So, da hat noch jemand für uns ein paar brandheiße News. Die nehmen wir natürlich gerne an. Lie low here. Yes, gladly. It is my sacred place. You, Wasteland Walker. You got the looks of a warrior about you. I can tell you this much. The camp there, Warlord Scrota's property, has three big pumps working day and night. If you try your way inside, silence their war cry at first, or the fight's gonna get mighty tough. But hear me. To the right of the entrance, there's another way inside. Smaller. Less dangerous. So, ein gut verteidigtes Lager mit drei Pumpen, die Öl fördern. Hier findet sich eine ordentliche Menge an Schätzen. Halte nach einem geheimen Weg rechts vom Eingang Ausschau. Zusätzliche Infos, kompakte äußere Verteidigungslinie, jede Menge Sprengstoff, achte auf Kettenreaktionen. Cool. Klingt schon mal gut. Dann würde ich sagen, nehmen wir uns erstmal Captain Sniper vor. Reflex, Scope, Ultrack! Moment, hier lenke ich mal ein bisschen vorsichtiger. Ah, nein, das hat nicht gepasst. Reicht jetzt. So, geht doch. Mein Gott, schwere Geburt. Und wieder daneben. Ja, super, hier sind sie direkt angefressen. Autsch! Aua! Aua! Au, man lauft doch! Oh, super! Ja, Leute, das fing doch mal richtig blöd an. Aber, naja, selber schuld, wenn ich dreimal daneben fahre. Ach ja. Ich merke schon, heute ist nicht mein Tag. Aber naja, Gott sei Dank gibt es nicht nur wie im richtigen Leben ein Leben, sondern wir können es immer wieder versuchen. Es wird nur immer nerviger mit der Zeit. Weil die Ladebildschirme auch gefühlt immer länger werden. So, nochmal von vorne. So, Nummer 1. Zack. Autsch. Aber egal, wir haben, glaube ich, den Sniper-Turm down. Jawohl. Das finde ich doch mal richtig gut. So, erstmal den hier platten. Hallo? Warum hat das mit dem Seil jetzt nicht geklappt? Moment. Halt, den will ich. So, da hätten wir den Turm auch platt. Zack. Du bist auch weg, du kleiner Mann. Nein, das wollte ich noch nicht. Wo ist denn die Quelle? Da haben wir sie. Dann ziehen wir doch mal los.
Immer noch nicht alles kaputt. Mensch! Ah, da hinten ist er letztlich. Ich glaube, ihn gesehen zu haben. Ah, Mist, okay, mit der Harpune wird das sowieso nichts. Ja, damit aber. Zack! Bam! So, damit hätten wir die äußere Verteidigungslinie ausgeschaltet und es soll ja rechts neben dem Eingang, wenn ich es richtig im Hinterkopf habe, einen geheimen Durchgang geben. So. Gut, und schon sind wir drin. Und zack! Jetzt geht das Geruch schon wieder los, oder was? Entschuldigung, ich muss mich gerade ein bisschen konzentrieren, dass ich jetzt nicht zu viel einstecke. Zack. Bam, Dropkick. Zack und zack. Und wieder mit einem wunderschönen Dropkick. Halt, Moment. Ah, ist leider zu spät für eine Wutboden-Exekution. Alter! Welcher Lümmel war das? Wo ist er? Wo ist er denn? Ach da! Hier, fang! Hast du davon? Echt mal, der kann sich doch nicht mit mir anlegen und dann erwarten, dass er das überlebt. Mein Gott, lass mich doch mal einen von euch fehlen hier. Was ist denn los, Mensch? Geht doch. Zack. Direkt mal ein paar mit in die Luft gesprengt. Mein Gott, wie viele kommen denn hier noch? Oh Leute, ich weiß nicht, ob das ein gutes Ende nimmt. Hoppa, nein, 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 weg! Ach. Zack und zack. So, endlich habe ich ein bisschen Wut. Allerdings habe ich auch gleich ein bisschen tot. Mein Gott, dass ich immer Jahre brauche, um aufzustehen. Alter. Zack. So, Schätzelein. Nicht mit Commander. So, und bevor jetzt noch eine Welle kommt, trinke ich mal lieber ganz schnell was. Da sehe ich nämlich schon direkt den nächsten ankommen. Und ich glaube, ich muss einfach mal weiter vordringen. Sonst wird das nämlich hier überhaupt nichts. Juhu! Knox. Nein, das lässt du bleiben. Bam. Knox. Okay, Leute, Planänderung. Nein, plündern wollte ich eigentlich nicht. Ich wollte eigentlich das machen. Zack. Zack. Und jetzt einfach mal ein paar Leuten den Schädel zerquetschen. Zack. Okay, doch Planänderung. Ich mach. Ich gebe jetzt etwas Fersengeld, wie man so schon sagt. Weiß aber gerade noch nicht wirklich, wo ich hin muss. Deswegen wird das gerade ein bisschen schwierig.
Und zack. Mann, eigentlich war das jetzt anders geplant, aber na gut. Ey, ich hab doch geblockt. Ihr habt doch gesehen, wie ich da hingegangen bin zum Blocken. Leute, wie auch immer das endet, es wird... Ja, was? Ich hab doch geblockt. Ihr habt doch gesehen, ich hab die Arme hochgenommen. Mann! Was ein Mist. Ah, ärgerlich, ärgerlich. Aber gut, nicht aufgeben. Irgendwie kommen wir da schon durch. Das Doofe ist nur, ich glaube, ich darf jetzt erstmal... Oder? Nee, warte mal. Wenn ich innerhalb eines Lagers sterbe, müsste ich eigentlich, glaube ich, davor wieder respawnen. Und wenn ich so irgendwo sterbe, dann im letzten Lager, wo ich war. There ain't but one place to go. Hinkai. But her realm is all overrun by Scrotus savages. So, wir machen jetzt erstmal dieses wunderschöne Tor kaputt. Auch wenn es mich ein paar Schüsse kosten sollte. Eingeschränkt, Explosion. Hm, doof. Okay. Dann machen wir es doch nicht so, weil es scheint ja nichts zu bringen. Dann versuchen wir es noch einmal. Allerdings wissen wir diesmal, was auf uns zukommt, nämlich eine Welle von unfassbar vielen Gegnern. Zack. Boom. Und Knox. Kerl, ist das anstrengend hier, mein Gott. Hier komme ich anscheinend nicht durch. Ich werde mir mal ganz kurz eine andere Route einfallen lassen. So. Boom, Leute. Juhu, 50 perfekte Paraden. Schön. So langsam habe ich da aus. Und in dem Moment, in dem diese Auszeichnung erscheint, kriege ich direkt einen aufs Maul. Sehr schön. Lässt du das wohl bleiben, Junge? Nein, auch das lässt du bleiben, mein Freund. So. Ich nehme mal schnell die Waffe. Ich glaube, jetzt kommt direkt die nächste Welle. Ja, aber jetzt ist die Tür wenigstens auf. Sehr schön. Ah, super, das war natürlich genau im falschen Moment getimt. Ach, Mist, da ist wieder so ein Schildlinge. So, Hauptsache ich krieg jetzt erstmal alles geblockt. Mein Gott, drei perfekte Paraden hintereinander und ich hab's ausgeholt und dann direkt natürlich verkackt. Mein Gott, darf ich auch mal einen angreifen und nicht immer nur blocken? Super, einmal ein Job ins Leere, auch nicht schlecht. Aber wenigstens endet das Ganze mit einem Kinnhaken. Und ich hoffe, dass es jetzt das endgültig war. Zumindest mit diesem Anfangsbereich. Hey, geil, es scheint tatsächlich das gewesen zu sein. Das finde ich doch mal sehr gut. Man wird jetzt erstmal geplündert. Und wir können eigentlich mal ein bisschen Luft holen. Ah, köstliche Luft. Ach, guck an, Beute. War leider keine Messerchen, aber nicht schlimm.
wir hier eine wunderbare, brutale Kettenreaktion hinkriegen. Kann ich da einfach drauf werfen? Ich versuch's mal. Ja, kann ich. Juhu! Mein Gott, da endet es nochmal mit einem wunderschönen Knall. Haben wir noch was hier in die Luft springen? Nö, die Insignien haben wir auch zerstört. Haben wir es geschafft? Ja, wir sind auf Stufe 3. Sehr schön. Das heißt, ich plündere nochmal eben schnell. Wir haben auch einige Griffer-Punkte. Könnte ich auch eigentlich mal bei Gelegenheit investieren. Was haben wir denn noch hier hinten? Etwa noch was zum Plündern? Ja! Ist das schön! Juhu, mehr Bonusmesser. Aha! Guck an, Schrott. Noch was? Ja, noch mehr Schrott. Komisch, als ich jetzt dann beim ersten Mal bei dieser Welle so gnadenlos versagt habe, da dachte ich mir, oh, ob das überhaupt noch was wird, dieses Lager überhaupt und dann noch in dieser Folge, ich weiß ja nicht so recht, aber irgendwie, naja, danach ging es ja relativ schnell, ne? Ist ja auch mal eine willkommene Abwechslung. Moment, hier war doch noch irgendwo was. Ja, guck an, Schrott. Noch was? Nein, leider nicht. Aber hier oben war ich, glaube ich, noch nicht. Da sollte ich auf jeden Fall noch mal gucken. Ja, guck mal einer an. Zack. Wunderbar, das war eine weitere Insignie von dem Herrn Skrotus. Und ein Teil der Spekuh, sehr schön. Mein Schatz. Nein, Scham, du hast keine Klatsche. Du bist vollkommen normal. Na komm, hallo? Hallo? So, geht doch. Hui. So, dann gucken wir doch mal, welche Upgrades wir jetzt an unserem Wagen machen dürfen, müssen, können. Hier den Auspuff. Oh, Höchstgeschwindigkeit 80% höher. Schönes Ding. Und wir haben den Speed Demon. Wunderbärchen, den Booster. Oh, wir können den Booster upgraden. 50% mehr Kraft. Ja, dann immer her damit. Muss ja auch ein bisschen was tun hier für das Rennen. I wait for your say so. Oh, she's got new legs. So, ihr Lieben, aber das Rennen sehen wir erst beim nächsten Mal. Ich bedanke mich bei euch wie immer fürs Zuschauen. War super, dass ihr dabei wart. Verpasst beim nächsten Mal auf keinen Fall das Rennen. Ich muss gerade mal gucken, wo ich überhaupt hin muss. Wo war denn das Rennen? War das nicht oben? Moment, ich war mal kurz. Ach ja, genau, der Ring ist. So, jetzt habe ich auch ein Ziel. Das war, glaube ich, hier oben. Jawoll. Das machen wir beim nächsten Mal. Wie gesagt, ich würde mich freuen, wenn ihr dabei seid. Bis dahin. Tschüss, Sikowski.